Shalom Aleichem, guten Morgen, Sefer Shmirat HaLashon, 17. Elul, bewahre deine Zunge von übel Rede, damit sollst du lang leben, Kreis 2. Heute, es ist zu tun. Regel von die Sache, der Mensch muss es wissen, dass er gekommen zu dieser Welt, Olam Hazeh, nur für eine bestimmte Zeit, zu einer speziellen Zeit, für Torah und Mitzvot. Und er wird in die Zukunft zurückkehren, zu Olam Haba, zu dem kommenden Welt, Olam Elyon, er nennt das oberste Welt, um zu bekommen sein Lohn, sein Honorar. So wie steht geschrieben in die Tora 5. Buch Moshe 7,11, Asher onoichim mezavcho ayoim la'asoisom, die ich dir befehle, heute es zu tun. Sagten unsere Weisen, heute zu tun und morgen die Belohnung zu bekommen, am Ende der Zeit. Aber der böse Trieb verführt der Mensch in seine Jugend, dass er hat noch viele, viele Jahre zu leben. Und die Wahrheit ist, das ist ein großer Fehler. So wie haben wir früher gelernt. Jeden Tag bekommt man von der Schöpfer, gelobt sei er und gesegnet, in einer angeschränkten Zeit, Zeit. So wie es steht geschrieben in Hiob 7, der Mensch hat bestimmten Zeit in dieser Erde und er kann sich nicht befreien, einen Tag nach dem Tod. Und der Mensch ist in dieser Welt so wie ein Fremder, so wie ein Ausländer, so wie ein Tourist, der gekommen in ein weiten, weiten Land zu einer kurzen Zeit. So wie König David sagt in Psalmen 119, fremd bin ich in dieser Welt, ger onoichi boorz. Versteckte von mir nicht dein Gesicht und deine Gebote. Und der Mensch muss achten auf jeden Tag und Tag, soll nicht gehen umsonst. Und ich werde jetzt beginnen, eine Fabel zu erzählen. Es war ein Mann, der war so arm und er musste verlassen, seinen Geburtsort zu wohnen, sehr weit wie zum Beispiel Afrika, um zu leben. Und er war dort viele, viele Jahre, zentliche Jahre. Und er war sehr große Faul in seiner Natur und immer gegangen, ohne etwas zu tun, beschäftigungslos. Und einen Tag hat ihn getroffen, eine von seinen Stadt. Und er hat gesagt, warum bist du beschäftigungslos, arbeitslos? Warum gehst du und du tust gar nichts und du verdienst nicht Geld? Du bist gefahren so weit von deinem Geburtsort nach Afrika. Sagt er, was, warum wunderst du? Und ich habe noch Zeit, ich bin hier nur 20 Jahre. Sagt sein Freund, du hast kein Seichel, du hast keinen Verstand. Auch wenn du warst einer von diesen Land, ein Bürger, und du tust gar nichts, das ist auch nicht gut. Alle wissen das, aber du bist noch fremd, hast du verlassen deinen Geburtsort, zu kommen und zu verdienen Geld und zu kehren zurück, musst du suchen jeden Tag und Tag etwas zu arbeiten, um zu verdienen, soll nicht ein Tag gehen umsonst. Und du sagst, du bist nur 20 Jahre da, so eine Antwort gehört zu den Dummen und nicht zu den Menschen. Das heißt, der Mensch soll wissen, er ist gekommen in diese Welt, er ist ein Fremder hier. Nutz die Zeit und spar dir Honorar für kommende Welt und du wirst auch gut leben in dieser Welt. Shkoyach.